Also wir haben jetzt diesen Nagel und da haut jemand mit dem Hammer drauf und jetzt frage ich dich, eine reine Gedankenwelt, eine reine Vorstellung, hat der Nagel, den du dir jetzt ausdenkst, wenn man da mit dem Hammer drauf hat, hat der Schmerzen? Ist so gefragt, ist das eigentlich eine total dumme Frage. Okay, jetzt machen wir Folgendes. Wir denken das jetzt ganz einfach. Statt dem Brett mit dem Nagel, die Carola sitzt da. Wir denken uns jetzt, das zerst einmal aus, die sitzt da, die legt ihre flache Hand auf den Tisch und der Thomas haut mit voller Wucht mit dem Hammer auf diese Hand von der Carola. Hat die Carola jetzt Schmerzen? Jetzt wirst du merken, jetzt mischt sich schon dein Interpretationssystem ein. Fakt ist, die Carola, die du dir jetzt denkst, ist ein Gedanke. Und ein Gedanke von dir kann keine Schmerzen haben. Und wenn du jetzt an einen Menschen denkst, wird dieser Mensch, den du dir denkst, der nur deshalb ist, weil du ihn denkst, wird sich genauso fühlen, dein Mensch, den du erschaffen hast, wie du bestimmst, dass er sich fühlt, wenn dieses oder jenes passiert. Aber der Mensch selber, den du dir ausdenkst, der nur ein Gedanke ist, der fühlt dabei überhaupt nichts. Kannst du das nachvollziehen, was ich jetzt sage? Weil es ja nur ein Gedanke ist. Setze für das Wort Carola, setz einfach fiktiv Schneewittchen. Das ist jetzt eine Figur, da hast du jetzt auch eine Frau, ein Mädchen, das du dir vorstellst und da muss dir klar sein, die gibt es ja gar nicht. Die gibt es jetzt, weil du sie denkst. Und das ist sehr wichtig. Ich habe dieses Prinzip der vier Stufen der Vergessenheit, habe ich hier zigfach schon erklärt. Ist ganz wichtig, das ist jetzt das Erste, solange du was denkst, jeder Mensch, den du denkst, der ist nur, wenn du ihn denkst, der ist genauso, wie du ihn dir denkst und wer das, der wird das denken und empfinden und fühlen, was du denkst, dass er empfindet und fühlt. Das war deine Frage hier. Ja, aber der Udo hat doch Schmerzen, ich habe doch das gehört. Ich sage immer wieder, löse dich davon, der Udo, in deiner Welt, du bist ein träumender Geist und du hast eine komplett eigene Welt und nichts und niemand, den du dir ausdenkst, kann Schmerzen haben oder kann fühlen. Nur der Geist, der träumt, hat Empfindungen in diesem Traum. Und das ist auch der Einzige, der immer ist. Ob es jetzt noch andere Welten gibt, eine Carola-Welt, eine Udo-Welt, das ist relativ sekundär, weil du nur deine eigene Welt überprüfen kannst und sobald du dir eine andere Welt denkst, ist es schon wieder eine Facette, eine Information in deiner Welt. Das macht sehr, sehr alleine. Jetzt, wenn ich sage, okay, wir machen jetzt dieses Spiel, dass ich sage mir, das sind bei den vier Stufen der Vergessenheit, erkläre ich zuerst einmal, dass ich sage, wir schreiben jetzt einen Roman und in den Roman wird einer gefoltert. Jetzt ist da ein Leser, der liest diesen Roman und es wird extrem gruselig beschrieben, was man mit ihm alles macht. Zum Beispiel hier mit der Zange die Fingernägel runterreißen und lauter so Zeug. Und dann wird es dich zusammenziehen, wenn du das liest. Man hat ja Mitgefühl, aber mit wem hast du in dem Moment Mitgefühl? Mit einer Fantasiefigur, mit einem fiktiven Protagonisten in einem Roman? Meinst du, dass der Mensch, den du dir ausdenkst, wenn du einen Roman oder ein Märchen liest, dass er selber dieser Gedanke Schmerzen hat? Der hat keine Schmerzen. Punkt. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt machen wir aus diesem Roman machen wir einen Film. Das heißt, einen Zeichentrickfilm. Das heißt, wir machen jetzt das, was du nur aufgrund von Worten, Vorstellungen in dir erzeugt hast, machen wir jetzt ziemlich wahrnehmbar auf einem Monitor. Das sind flackernde Läppchen und das sind Zeichentrickfiguren. Und da wird jetzt eine Zeichentrickfigur gefoltert oder kriegt eine ins Gesicht geschlagen und das Blut läuft runter. Meinst du, diese Zeichentrickfigur, die du dir jetzt ausdenkst, hat Schmerzen? Auch keine Schmerzen. Aber es ist schon irgendwie intensiver, weil du siehst ja jetzt schon was sinnlich. Auch wenn das bloß flackernde Lämpchen sind, wenn du bewusst bist. Oder dann Figuren sind, wenn du unbewusst bist. Jetzt machen wir dieselbe Szene als einen Realfilm. Dass einer geschlagen wird und das Blut läuft in Runde. Du musst wissen, in deiner Welt, die Realität besteht einfach nur aus flackernden Lämpchen. Das ist kein Mensch und da ist kein Blut. Jetzt selbst wenn du sagst, jetzt kommt eine Interpretation, das wurde ja vorher aufgenommen, in dieser Situation denkst du aber an einen Schauspieler und selbst der Schauspieler, wenn du das jetzt real erleben würdest, wenn du bei den von dir jetzt, hier und jetzt erschaffenen Dreharbeiten dabei wärst und würdest das real sehen, dann siehst du, das ist Kunstblut und der spielt die Schmerzen ja bloß. Jetzt gehe ich noch ein Stück, das sind drei Stufen, jetzt kann man die vierte Stufe der Vergessenheit, ich mache jetzt noch eine dazwischen, dass man jetzt dieselbe Szene kommt in den Nachrichten.
Wir haben immer noch unser Pixelmännchen, bloß komischerweise erschaffst du jetzt mit deinem Wissen schon eine andere Vergangenheit. Vorher bei dem Film war das ja nur ein Schauspieler und Kunstbrot. Sobald du dieselben Bilder, dass einer geschlagen wird, ich sage mal bei einer Demonstration, kriegt einer einen Polizeiknüppel ins Gesicht und steht blutüberströmt da, plötzlich machst du eine andere, komplett andere Vergangenheit, dann sagst du, das ist ja da außen, der hat jetzt Schmerzen. Das sind deine Interpretationen. Wenn du jetzt das live erlebst, dass jetzt meinetwegen die Carola macht was am Schrank und am Schrank ist irgendwas eine Vase, die kippt um und fällt der Carola auf den Kopf und die zerspringt und die Carola blutet, hat jetzt die Schmerzen. Die ist genauso was Ausgedachtes, was ich dir damit sagen will. Immer wenn deine Logik per Definition sagt, die Bilder waren realer, umso mehr du definierst, dass es real ist, umso mehr sprichst du den Dingen auch eigene Empfindungen und eigene Schmerzen zu. Mhm. Das sind die vier Stufen der Vergessenheit. Mhm. Es sind jetzt, wenn du Holofeeling dich länger beschäftigst, ich kann jetzt immer wieder sagen, ich muss immer wieder was Raumzeitliches einschieben. Du kannst dich 10 Jahre beschäftigen, ich kann dir Leute... Ich denke mir jetzt Leute aus, das sind eh meine Gedanken, aber wir müssen ja irgendwie kommunizieren auf dieser unteren Ebene, die das vor 10 Jahren das erste Mal gehört haben und in ihrem Alltag haben sie das immer noch nicht verstanden. Das muss schlafwandlerisch in dir installiert sein. Ich will dir zeigen, wie du deine Welt komplett heilst. Und es geht nicht mit irgendwas bekämpfen oder was nicht haben wollen. Das ist eine hyperrealistische Unterhaltung. Und jetzt ist es also ganz einfach so, dass mir jetzt nochmal zu dieser Realität komme. Ich definiere jetzt in Holofeeling-Sinne Realität. Das, was ich Realität nenne, ist schlichtweg und einfach eine sinnliche Wahrnehmung. Alles, was du Geist sinnlich wahrnimmst, nenne ich Realität. Und was du nur denkst, nenne ich feinstofflich. Ob mir jetzt unsere Romanfigur denkt, die ist in dem Moment, wo du dir denkst, deine Information, du bist ein träumender Geist, ob wir uns jetzt diese Romanfigur, die nur ein Gedanke ist, sinnlich wahrnehmbar auf einem Monitor als Zeichentrickfigur vorstellen. Jetzt nimmst du eine Zeichentrickfigur sinnlich wahr. Wenn du dir einen Film anschaust, im selben Moment hast du immer noch denselben Monitor oder Fernseher vor dir steht. Das ist das Einzige, was real ist. Die Menschen, die du siehst, die Fußballer, egal was, die sind nicht real, das sind Illusionen. Jetzt weise ich dich nochmal darauf hin. Nimm den Physik im Nullpunkt Gottes ganz am Ende. Was ist eine Illusion? Wenn in einem statischen Raster plötzlich für dich Menschen oder Dinge in Erscheinung treten, die jetzt überhaupt nicht real da sind, das passiert, wenn du ein Buch liest, das passiert, wenn du auf eine Internetseite gehst, wenn du eine Zeitung lesen tust, wenn du einen Film anschaust. Die Realität besteht aus dem fetzen Papier mit den Worten und die Realität besteht schlichtweg und einfach auf dem Monitor mit dem flackernden Lämpchen. Das, was du in deinem Kopf jetzt verwirklichst und die dir ausdenkst, irgendwo anders hindenkst, das ist eine Illusion in deinem Kopf, die du selbst erschaffen hast, weil du vergessen hast, was hier und jetzt real ist. Mhm.